Nach 2,5 Wochen Winterpause startete die Frauen-Bundesligamannschaft am Donnerstag wieder in die Vorbereitung auf die restliche Saison. Am 20. Dezember verabschiedete man sich mit einem 2:0-Sieg gegen Freiburg optimal in den Weihnachtsurlaub. Nun ist man aber wieder heiß drauf, dass es weitergeht. Ja, das war natürlich für alle gut. Für die Spielerinnen, für die Trainer, für die Verantwortlichen war das natürlich mit dem Dreier natürlich optimal, dass man sich mal hier ein paar Tage zurücklehnen kann und das ein bisschen genieße, wie gesagt. Aber jetzt ist auch wieder Training statt. Da haben wir auch wieder drauf gefreut. Ich war froh, dass ich mal ein paar Tage wirklich komplett ausspannen konnte. Aber jetzt auch wieder die Vorfreude war schon vor ein paar Tagen da und gestern dann endlich wieder die Mannschaft zu sehen auf dem Platz. Und jetzt ist wieder hier das Feuer gezündet, dass es wieder mit Vollgas losgeht. Personell ist die Situation weitestgehend unverändert. Für Torwarttrainer Brian Heidig, der aus beruflichen Gründen ausschied, übernimmt Ingo Paulsen. Da dieser momentan noch im Urlaub weilt, wird er von Matthias Salvermoser vertreten, der zukünftig die Torhüterin im Juniorinnenbereich trainieren wird. Bei den Spielerinnen wurde auf Neuzugänge von außerhalb auch nach dem Abgang von Leonie Kailbach bewusst verzichtet. Stattdessen will man der eigenen Philosophie treu bleiben und auf den eigenen Nachwuchs setzen. Hierfür sollen in der restlichen Saison vermehrt Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft in das Training der ersten Mannschaft integriert werden. Auch die verletzten Spielerinnen von vor der Winterpause stehen wieder zur Verfügung, sodass am Freitag einzig auf Martina Moser verzichtet werden musste. Auch mit der körperlichen Verfassung, wie die Spielerinnen zurückkamen, ist Trainer Jürgen Ehrmann zufrieden. Ja, die habe ich ja Programm mitbekommen. Also erstmal ein paar Tage über ganz frei. Ja, das war einmal wichtig nach dem langen Jahr. Aber dann habe ich ein kleines Programm gehabt im Ausdauerbereich, im Kraftbereich. Jetzt gestern, das war so ein lockerer Aufgalopp und kann man jetzt noch nicht sagen, mache alle eigentlich erstmal einen positiven Eindruck. Martina Moser hat es leider ein bisschen länger erwischt mit ihrer Krankheit und Tine Schneider, aber die kommen heute wieder ins Training zurück, Martina am Sonntag. Und dann haben wir wieder alle zusammen und dann legen wir mal los richtig und dann gucken wir, wie weit wir sind. Mit 18 Punkten war man so erfolgreich wie noch nie vor dem Winter. Trotzdem kein Grund zum Zurücklegen und für zu viel Zufriedenheit. Ich habe dann zu Beginn, bevor wir losgelegt haben, der Mädels auch noch mal so ein bisschen die Ausgangssituation geschildert. Wir sind ja in einer Situation, wo man leicht so eine Zufriedenheit hat. Die hat man sich erarbeitet, aber Zufriedenheit ist halt gefährlich, gerade im Sport. Ja, weil der Moment, wo du ein paar Prozent in der Liga nachlässt, dann gewinnst du halt diese enge Spiele nicht. Und das sind ja alles enge Spiele. Und hier haben wir uns ihre Ziele. Ich habe eine Mai-Ziele für die Rückrunde gezeigt. Und es soll jede für sich ihre persönliches Ziel plus unser Mannschaftsziel immer vor Auge haben. Und deshalb nicht eben mit dieser Zufriedenheit und mit vielleicht ein bisschen Lockerheit, sondern so, dass man eben aus einer guten Ausgangsbasis noch einiges erreichen wolle. Ja. So ist jetzt mal für die Rückrunde die Zielformulierung. Wir wollen uns sicherlich spielerisch offensiv und defensiv verbessern. Ja. Wir haben da einige Dinge, wo wir auf jeden Fall noch deutlich nach vorne gehen können. Wir haben im läuferischen Bereich, gerade im Spiel, Umschaltverhalten, sind wir noch nicht alle auf dem Level, wie wir wahrscheinlich irgendwann als Mannschaft erreichen können. Hier können wir den Hebel ansetzen. Also es gibt genug Dinge, wo wir verbessern können. Wir sind natürlich jetzt mit 15 Punkten und jetzt mit dem Sieg noch, dann mit dem Start in die Rückrunde vor der Winterpause gegen Freiburg auch wieder gut rausgekommen. Würde man das nochmal schaffen, 15 Punkte zu holen, hätte man so viel wie noch nie. Nicht nur beim Trainer ist die nötige Motivation vorhanden. Auch die Mannschaft möchte die guten Leistungen der Vorrunde bestätigen und sich weiter verbessern. Ich denke, die Pause hat uns jetzt ganz gut getan. Die Vorrunde war echt sehr gut von uns. Wir haben genug Punkte jetzt schon mal zur Hälfte der Saison gesammelt, dass wir auch relativ entspannt, aber auch mit viel Selbstbewusstsein in die Rückrunde gehen können. Als Ziel vom Platz her ist da schwer, irgendwie was festzulegen. Nach unten haben wir ein gutes Polster, da stehen wir gut da. Nach oben wollen wir so weit schauen, wie es reicht, wie viele Punkte wir da noch holen können. Gerade gegen die Mittelfeldmannschaften wollen wir uns schon behaupten immer. Und ich denke, es geht in jedem Training darum, jede einzelne Spielerin sich zu verbessern und wir uns als Mannschaft eben auch weiterzuentwickeln und eben die gute Vorrunde jetzt nochmal zu bestätigen.